Abend. Herzlich willkommen zurück hier bei uns. Wir blicken auf die Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Die erste Prognose zum Wahlergebnis hat die Hoffnungen aller CDU-Anhänger natürlich bestätigt. Ein souveräner Erfolg des Ministerpräsidenten Daniel Günther. Lauten Jubel gab es. Hier sehen wir die Bilder, als die Prognose dann kam. Also gute Stimmung bei der CDU. Ja, und der an der absoluten Mehrheit dann auch ein wenig gekratzt hat, Daniel Günther, dann müssen wir die Hochrechnungen jetzt noch abwarten. Und auch bei den Grünen sehen Sie es hier, herrschen nach Bekanntgaben aus Zahlen ausgelassener Stimmung. Die Grünen werden wohl zweitstärkste Kraft im Norden verstehen.